Hallo, ich bin Olaf Horbeck, ich lebe in Wildenau im Vogtland, ich bin verheiratet, habe 2 Töchter und 3 Enkel, bald 4. Ich bin Tischlermeister und betreibe eine Bau- und Möbeltischlerei mit 5 Beschäftigten. Meine Tischlerei ist ein Familienbetrieb. Mein Großvater hat diesen Betrieb gegründet. Ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr und habe voriges Jahr mein 40-jähriges Jubiläum dort gefeiert. Und engagiere mich im Sportverein. Ich habe früher selber hier Fußball gespielt. Ich bin Tischlermeister geworden, weil es mir eigentlich in die Wiege gelegt wurde. Wenn der Großvater und der Vater Tischler ist, dann ist es naheliegend, dass der Sohn dann auch Tischler wird. Ich habe schon als Kind hier mitgearbeitet. Und das hat mich schon auch geprägt, dass man eine gewisse Anstrengung machen muss. Was nicht unbedingt Spaß macht, aber man war hinterher dann doch stolz, dass man was geschafft hat. Nachhaltigkeit im Handwerk ist eigentlich im Handwerk impliziert. Jeder Handwerker wird effizient mit seinem Material umgehen. Wir Tischler, wir schmeißen ein Stück Holz erst dann weg, wenn es zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Ansonsten wird alles immer verwertet. Nachhaltigkeit ist auch ein Aspekt, der mich umtreibt in meinem Umfeld. Hier. Und wir sind hier im ländlichen Raum. Viele Landwirte haben hier auch Wald und diesen Wald kann natürlich ich als Tischler nutzen. Das ist ja mein Rohstoff. Meine Themen sind allen voran die Energiewende. Ich sehe in der Energiewende ein riesiges Potenzial. Es ist nicht nur die Notwendigkeit des Klimaschutzes, es ist auch die Chance, die Wertschöpfung hier im Land, in der Region, auch im Vogtland und in ganz Deutschland zu halten. Es geht um Milliardensummen, um dreckige fossile Energie einzukaufen. Und je schneller wir sind, diese Energie zu ersetzen durch die erneuerbaren Energien, durch Wind und Sonne, dann haben wir erstens Klimaschutz geschafft und zweitens haben wir die Wertschöpfung hier. Also die Energiewende ist für mich ein ganz großer Hebel, um in eine saubere, klimaneutrale Zukunft zu kommen. Der zweite Punkt ist für mich die Landwirtschaft und vor allem dort die Tierhaltung. Die Tierhaltung ist für uns ein großes Problem. Erstens ethisch, was wir mit den Tieren machen, und das kann nicht so weitergehen. Und zweitens, wenn wir die Tierhaltung reduzieren, dann reduzieren wir Treibhausgasausstoß. Wir schaffen freie Flächen für ökologischen Landbau, denn die Futtermittelproduktion für die Nutztierhaltung verbraucht immense Flächen im Gegensatz zu pflanzlicher Nahrung. Das ist zwar ein langer Prozess, aber wir müssen ihn gehen, wir müssen ihn schneller beginnen. Und wir sind auf Bundesebene auch schon dabei und das will ich auch auf Landesebene unterstützen. Und der dritte wichtige Punkt ist die Förderung des Handwerks. Ich als selbstständiger Tischlermeister sehe dort ein großes Potenzial, was unsere Politik, was unsere bündnisgrüne Politik für das Handwerk bringt. Das bringt Aufträge und wir Bündnisgrüne brauchen das Handwerk für die Transformation, für die Energiewende, für den Netzausbau, für die Solaranlagen, für den Heizungsaustausch. Also bündnisgrüne Politik und Handwerk gehen Hand in Hand. Und das will ich mehr zusammenbringen und mehr nach außen bringen und damit auch zum Erfolg führen. Ich denke, dass ich als Handwerksmeister, dass ich mit meiner Lebenserfahrung und mit meiner kommunalpolitischen Erfahrung Bündnis 90 die Grünen im Landtag gut vertreten kann. Erfahrungen in der Kommunalpolitik haben mir gezeigt, dass man, wenn man beharrlich an den Themen dranbleibt, wenn man argumentiert, wenn man recherchiert und die Themen immer wieder auf den Tisch legt, dass man dann letztlich doch zum Erfolg kommt. Das hat sich mehrfach gezeigt. Ich habe es im Vogtlandkreis geschafft, ein Glyphosatverbot durchzusetzen für landkreiseigene Flächen. Ich habe es geschafft, dass mittlerweile die Landkreisverwaltung genauso viele Straßenbäume neu pflanzt, wie sie abholzt. Und das war vorher bei weitem nicht so. Also Beharrlichkeit und sachliche Argumentation, das ist das, was ich voranbringen will.